Wow. Für sowas kriegen wir DP. Ich wusste, dass das passieren würde. Hey, kannst du bei Gelegenheit mal wieder vorbeikommen? Never. Never, Atticus. Bis dann. Was machen wir jetzt mit den beiden Damen? Die sind einfach despawned, okay. Das Event ist immer noch da? Wie? Hä? Tut mir leid, dass ich dich warten lassen musste. Willst du mich verarschen? Wir sind nie weggegangen! Was gibt's, Atticus? Was geht hier vor sich? Oh, Alex. Oh, ich dachte, er spricht sie an. Oh, Alex. Ihr beiden seid große Duellanten. Warum duelliert ihr euch nicht? Wir duellieren uns quasi täglich fünfmal. Aber seitdem du aufgetaucht bist, beziehungsweise seitdem es dich gibt, hat sie sich entschieden, nicht mehr mit uns zu duellieren. Es gibt keinen Grund, warum wir uns jetzt nochmal mit Alexis duellieren müssten. Vielleicht hat sie ihr Deck ja geändert. Ich fühle mich im Moment nicht danach. Na, ein Glück. Das übliche Problem. Sei doch nicht so. Warte mal eine Minute. Warum seid ihr alle am Rumstreiten? Was macht Chess überhaupt hier? Wir streiten doch gar nicht, Chess. Ich versuche nur zu sehen, ob Alexis und Alex perfekt füreinander geeignet sind. Hat er dir nicht quasi ein tiefgehendes Gespräch gerade mit Zane? Wovon sprichst du da überhaupt, Atticus? Was? Auf gar keinen Fall, das ist nicht fair! Chess, willst du dich auch duellieren und nicht schon wieder, Chess? Ja, na klar. Okay. Wer immer auch gewinnt, der bekommt ein Date mit Alexis. Darf ich einfach nach Hause gehen? Ich will wieder in mein Bett. Atticus, hör auf, so bekloppt zu sein! Ich stimme dem Wettkampf zu, aber Alexis hat nicht zugestimmt, Chess. Da gibt's keinen Wettkampf. Ich habe niemals Ja gesagt! Du willst gar nicht mit mir zusammen mein Date haben. Ich sag's dir jetzt gleich. Ich werde keine gute Begleitung sein. Ich werde meine Chance nutzen. Alexis, diese beiden werden ihr Bestes geben, und zwar nur für dich. Zwingt er uns gerade ernsthaft ein Duell gegen Noobie Chess zu machen? Lass das Duell der Liebe beginnen. Echt? Verlierer! Erkenntnis ist da! Die Erkenntnis hat Chess endlich erreicht! Er sieht es ein! Er sieht es endlich ein! Danke! Wir fangen mal an. Ach Gott. Ja, dafür hat es sich tatsächlich gelohnt, Atticus zu ertragen. Oh. Oh, mir ist minimal schwindelig vom Lachen. Zu viel Sauerstoff ausgeatmet. Oh, Chess. Spielt er ernsthaft und Jama König? Ah, schwerer Sturm. Shit. Ist nicht gut für uns. Na, ich kann hier überhaupt nichts machen. Die letzten paar Male, die wir Chess gesehen haben, hatte er nichts Sinnvolles. Hat nicht mit schweren Stürmen gerechnet. Bodeneinstürzer, bitte. Es könnte tatsächlich gefährlich werden. Spalt. Ja. Ich würde sagen, ich nehme lieber raus. Albtraumrat. Okay. Boganian. Hat er jetzt ernsthaft einen Stalling-Effektschaden-Deck? Das ist ja ekelhaft. Ein schwerer Sturm wäre tatsächlich jetzt sehr angenehm.
Und der kann schon nichts mehr spielen. Ja, geht ja schon wieder gut weiter mit dem. Dann hauen wir mal unsere Riesenratte dazu raus. Okay, und direkter Angriff. Riesenratte! Und direkter Angriff. Wormsplünderer. Okidoki. Albtraumreit, ja, 5 Schaden. Lob, ich auch. Immer noch keine Monster, die er spielen kann. Läuft Jazz. Spielkraft, ja, das ist nett. Ich glaube zwar nicht, dass er überhaupt Monster im Deck haben wird, mit denen er jemals angreifen wird, so wie sein Deck aufgebaut ist. Macht's nicht den Eindruck, als ob er überhaupt noch auf Kampfschaden geht. Aber bitte, Chelsea Chess. Zack, bumm. Jo. Eine Runde hat er noch immer Sinnvolles zu tun. Verliere jetzt besser nicht gegen den Verlierer der Verlierer. Wäre ja noch schöner hier. So, dann hätte ich da ein paar verräterische Schwerter im Angebot. Was haben wir da liegen? Ein grüner Ojama, ja, der ist ja im Weg, wa? Weg damit. Okay, thanks. Und Riesenratte für den genau Nullsieg. Ja, Chess, boah, da hast du dich ja wieder gewehrt. Mensch, du hast 3 ganze Garten im Friedhof. Mehrere Runden lang keine Monster gespielt. Hat sich nichts geändert, wie ich sehe. Deck ist gefühlt noch schlechter geworden seit dem letzten Mal. Jesus Christ. Ja, er hat auf jeden Fall Awareness mit seinem Decknamen. Es ist vorbei. Ich habe das Duell verloren. Mein Herz ist gebrochen. Jetzt werd nicht wie Bastion. Chess. Warum sagt Chess Chess? Hat sein Herz verloren. Kriegt er jetzt eine Epic Transformation Sequence? Was passiert noch mit dieser Insel? Das ist nicht gut. Ah, der Geistertorschlüssel. Mein Schlüssel auch. Hallo, unsere Schlüssel fliegen davon. Du hattest... Wieso hattest du überhaupt einen Schlüssel? Du hattest keinen Schlüssel. Niemand hat dir Schlüssel gegeben. Lass uns herausfinden, was hier vor sich geht. Serious Musik. Okay, es ist scheinbar wieder Zeit für Endlose Nachts. Dann, bevor wir herausfinden gehen, was passiert, bevor wir bestimmt in den Norden gehen müssen, weil wir müssen irgendwie immer in den Norden gehen, gehen wir nochmal eben in den Shop. Denn die Story ist ja ein bisschen fortgeschritten. Gibt's neue Packs im Geschäft? Wir haben neue Gartenlieferungen erhalten. Yay! Ja, ist ja auch Mittwoch. Willkommen, aber neue Packs hast du nicht, ne? Nur alte neu aufgestockt. Nur alte neu aufgestockt, okay. Dann gibt's nichts, was ich momentan kaufen will. Hier ist die Musik auf jeden Fall wieder chilliger. Wir haben die Story außerdem vorangetrieben. Vielleicht haben wir noch ein neues Duell-Puzzle, das wir mal eben machen können. Wähle das Dokument, das du sehen möchtest. Du Rätsel. Gut. Nein. Story vorantreiben hilft nicht. Vielleicht gibt's auch nur 3 Expertenrätsel. Oder 4. Und wieder chillige Musik. Ja, ich wollte mal eben kurz speichern. Muss ich nicht down Save States anlegen. Komm mal wieder in-game speichern und so. So. Hier ist nix. Wie gesagt, wir müssen sowieso wahrscheinlich in den Norden der Insel. Nein? Okay. Im Zentrum waren wir gerade, müssen wir in den Süden? Ich bin verwirrt. Habe ich hier irgendwo ein Ausrufezeichen verpasst? Auch nicht. Hä? Hier waren wir gerade, oder? Oh! Da ist was. 7 Geistertor. Spannend. Ja. Gut. Versuchen wir das 7 Geistertor. Ich glaube, ich ändere mal eben kurz den Deckaufbau. Einmal gerade gespeichert. Ich will mal wieder eine Chance haben zu verlieren. In letzter Zeit crushen wir einfach nur noch alles mit unserem momentanen Deck.
So, wir haben irgendwann letztens Seelentausch erhalten. Den hätte ich gerne. Zumindest einen davon. Gibt es keine Möglichkeit, einfach nur mit normalen Zaubern zu sortieren? Doch, hier. Hier war's. Okay. Seelentausch. Seelentausch. Da ist ein Seelentausch. Haben wir nicht noch irgendwas Sinnvolles gekriegt für dieses Deck hier? Die autonomen Eingreiftruppen. Die kann ich dann wieder rausschmeißen. Ach ja, wir hatten die DD-Kriegerkarten neu gekriegt. Ja. Das heißt gut, das Deck ist immer noch kacke. Das ist halt das Torwächter-Deck. Aber das Torwächter-Deck soll auch nicht super gut sein. Es ist in einem gewissen Umfang gut. Wie konnte das noch passieren? Ich dachte, die Schattenreiter wären besiegt worden. Beruhigt euch erstmal alle. Lasst uns logisch darüber nachdenken. Eure Schlüssel sind auch weggeflogen? Ja, und wir sind ihnen hierher gefolgt. Ich wusste gar nicht, dass Schlüssel fliegen können. Crawler, geh nach Hause. Seriously, niemand will dich hier haben. Vielleicht sollten sie das mal im Unterricht lehren? Chess, dich will auch keiner hier haben. Sind das die 7 Geistertore? Die Tore sind offen. Und seht, da drüben in der Mitte sind die 3 heiligen Ungeheuerkarten. Ungeheuer? Ich verstehe das nicht. Alle Schattenreiter sind besiegt worden. Wie konnten sich die Tore öffnen? Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, aber jetzt habe ich ein ganz schreckliches Gefühl. Deswegen! Als allererstes sollten wir diese heiligen Ungeheuerkarten in Sicherheit bringen. Alexis hat recht. Ja, lasst sie uns holen. Das wird bestimmt so einfach. Diese Karten gehören euch nicht, wer auch immer das gesagt hat. Wer ist er? Was ist los, Shepard? Haben Sie meine Stimme etwa vergessen? Es kann nicht sein. Ex-Kanzler Kagemaru? Es kann nicht sein. Charakter, von dem wir noch nie etwas gehört haben und der in keinster Weise aufgebaut wurde. Der Ex-Kanzler? Er war mal ein großer Ninja-Meister. Zwischendurch hatte er mal hobbytechnisch die Armeen von Black Hole in Advanced Wars angeführt. Jetzt ist er ein Yu-Gi-Oh! GX, um ewiges Leben zu erhalten. Die Zeit ist für mich gekommen, um die 3 heiligen Ungeheuer wiederzubeleben. Sie wiederbeleben? Wie konnten sich die Geistertore alleine öffnen? Weil ich sie gebaut habe. Ich war es, der die 3 heiligen Ungeheuerkarten versiegelt hat. Ich war es, der die Schlüssel Kanzler Shepard gegeben hat. Es war alles mein Plan. Was? Um die heiligen Ungeheuer wiederbeleben zu können, mussten sie erstmal mit unglaublich viel Duellenergie gefüttert werden. Und Duellenergie, du mir auch. Deshalb habe ich die Schattenreiter... Deshalb habe ich die Schattenreiter sich mit euch duellieren lassen. Um diese Insel mit Duellenergie zu überschwemmen. Und nach all diesen schweren Kämpfen sind die heiligen Ungeheuer bereit zu erwachen. Genau wie ihre versteckte Macht. Versteckte Macht? Die Macht das ewige Leben und des ewigen Lebens und der Weltherrschaft. Weltherrschaft ist kacke, Mann. Weltherrschaft ist viel zu viel Arbeit. Ich kann es nicht glauben, dass sie es uns so benutzt haben. Als ob ihr mich hättet stoppen können. Ich werde sie auffallen. Doch jetzt kommt Zane wieder und hält dreist die Klappe auf. Ist ja unglaublich. Nein, überlass das mir.
Geh zu Tanya. Ich habe meinen Gegner bereits ausgewählt. Ihr habt alle starken Duellantengeister. Aber einer von euch ist wirklich außergewöhnlich. Alex, du hast Jerry, den Bohnensoldaten. Ich wähle dich. Wenn du bereit bist, dann werden wir kämpfen. Aber wir kriegen nochmal die Option wegzugehen. Ich könnte jetzt nochmal extra speichern gehen, damit wir die Cutscene nicht sehen müssen. Ich mache einfach einen Hard Save, das geht schneller. Ein Hard Save, Save State. Schauen wir mal, was das Torwächter-Deck gegen den großen Boss dieses Spiels anrichten kann, wa? Du bist jetzt ein Pokémon, du wurdest erwählt. Yeah, ich bin Glumanda. Also bist du bereit? Alex, das wird kein Kampf. Wie mit den anderen Schattenreitern, die drei heiligen Ungeheuer sind zu mächtig, um in einem normalen Duell gebannt werden zu können. Du musst Kagemaru erst ein heiliges Ungeheuer beschwören lassen. Du musst alle seine Lifepoints zerstören, nachdem er ein heiliges Ungeheuer während des Duells beschworen hat.